ein bisschen in Stimmung kommen für unseren Urlaub. Ja, Tag. Ich war hier gerade verwundert, da hängt was von der Alice. Ja, Tag 2 von Chris Urlaub und meinem und Alice Daddy-Daughter-Wochenende. Wir waren gestern im Europabad. Da habe ich jetzt nicht wirklich viel gefilmt dazu, weil ja, es kommt ein bisschen blöd, im Schwimmbad mit der Kamera rumzurennen. Und heute habe ich spontan beschlossen, fahren wir rüber zum Holiday Park. Ist nicht weit von hier, ist glaube irgendwie 20 Minuten oder sowas. Also überschaubar. Und ja, ist zwar eher Kleinkinder geeignet, daher jetzt nicht unser großer Favorit. Aber ja, mal so schnell zwischendurch am Wochenende kann man sowas schon machen. So unscheinbar aus, aber ich bin komplett patschnass gespritzt. Over there. Ah! Ah! Oh!
Johannes, did you get wet? Yes, super wet. I was also pretty scared. You were pretty scared? I'm still scared. Who had candy? Wir sind gerade Vicky Splash gefahren. Also, eins muss ich sagen, der Holiday Park macht, was Wasser angeht, keine halben Sachen. Wir sind patschnass. Der Holiday Park kein Europa-Park ist und keine High-Adrenalin-Action-Rides hat, geschenkt. Aber ich stand vorhin an diesem Roter Baron-Dingsbums, keine Ahnung, und habe auf die Alice gewartet. Und dann laufen da ein paar Leute vorbei, Mitte 20, Ende 20, und regen sich voll auf über diese Kinder-Rides. Von wegen, es ist eine Schande, dass die sowas hier haben. Es ist lächerlich. Leute, also ich hier gibt es ein paar ganz nette Achterbahnen, aber ich würde sagen, die Hauptzielgruppe hier sind halt Kinder. Ice Cream bin ich diesmal nicht gefahren, bin ich vor ein paar Jahren schon mal gefahren, 5 Jahren oder so. Und naja, bei mir taugt sie nicht, geht halt einmal vor, zurück, nochmal vor mit Salto und dann vorbei. Ja, wir fahren.
Mir fällt gerade ein, hier wo wir jetzt gerade sind, waren wir vor 6 Jahren, 7 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, als im Europapark die Piraten von Batavia abgebrannt sind. Und wir haben an dem Tag überlegt, ob wir in den Europapark fahren oder vielleicht lieber in den Holidaypark. Europapark wäre uns lieber gewesen, aber wir sind zum Holidaypark, weil er halt einfach leer ist. Das war eigentlich nur eine pure Faulheitsentscheidung. Und ja, also das war der Tag, an dem wir fast im Europapark gewesen wären, als die Piraten von Batavia angebrannt sind. Die Alice ist mutig genug, dass sie den Drop Tower fährt. Okay, den Kinder-Drop Tower. Holiday Park oder Europa Park? Kommt drauf an. Also der Europapark ist natürlich geil, groß, super dekoriert, super ansprechend, super Bahnen, super Rides. Meiner Meinung nach der beste Park in Deutschland. Holiday Park kann er nicht mithalten, also gut, Punkt 1. Punkt 2 ist, Holiday Park fehlt so ein bisschen Adrenalin. Also hier gibt es zwei große, schnelle Achterbahnen, die Expedition G-Force und die, wie heißt sie? Diese Fledermaus-Dingsy-Looping, mir fällt der Name nicht ein. Dann hat es noch so einen Freefall-Tower, aber ich glaube, dann war es das eigentlich auch schon an Rides für Adrenalin-Junkies. Arg viel mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Der Holiday Park ist halt perfekt für Kinder. Ich glaube, so bis Altersklasse Alice, vielleicht auch noch ein bisschen älter. Alles drüber wird es, glaube ich, schon so ein bisschen langweilig. Dafür, muss man sagen, ist es hier natürlich auch deutlich billiger als der Europapark. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer auf Action steht, ist im Europapark definitiv besser aufgehoben. Wer was mit Kindern sucht oder für Kinder sucht, der, glaube ich, macht mit dem Holiday Park nichts falsch. Da kommt die Alice. Ein Tag im Holiday Park geht zu Ende. Ich habe ein riesiges Lolli. Und Alice hat einen riesigen Lolli. Ja, auf dem letzten Drücker Akku vielleicht kann ich noch ein, zwei Informationen raushauen. Letztens hat mich jemand gefragt, was in Florida eher zu empfehlen ist, Disney World oder Universal Studios. Und wir haben überlegt und die Antwort ist beides, aber es ist beides anders. Also Disney World hat weniger die großen aufregenden Adrenalin-Rides. Wobei, klar, es kommt jetzt auch immer mehr dazu, aber Disney ist allgemein eher so ein bisschen gemütlicher. Weniger Adrenalin-Achterbahn, weniger Halligalli. Aber bei Disney tauchst du mehr ein in diese künstliche Welt. Bei Disney fühlst du dich ein bisschen wie in einem Disney-Film. Und in den ganzen Rides, die es dort hat, die sind alle durch und durch austhematisiert. Da fühlst du dich im Ariel-Ride wie im Film Ariel. Da fühlst du dich im Galaxy's Edge, diesem Star Wars-Land, wie auf Tatooine oder wie in Tatooine. Bei Guardians of the Galaxy, wie im Film Guardians of the Galaxy. Also du bist halt super tief eingebunden im Film. Das ist alles super geil thematisiert. Bei Universal ist mehr Achterbahnen, mehr Action, aber da ist halt weniger dieses Immersive. Ist auch geil, aber es ist halt nicht Disney.
macht am besten beides. Also ich kann nicht mal eins wirklich empfehlen. Im Prinzip, wir gehen jetzt zu Disney, weil wir hatten eine Disney-Jahreskarte. Disney ist einfach toll, wir wollen wieder rein. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr nach Florida geht, holt euch einfach Karten für beide Parks. Ihr werdet es nicht bereuen. So, damit klinke ich mich hier aus. Es war ein schöner Tag, gell, Alice? Ja. Dann, liebes Internet, tschüss und bis zum nächsten Mal.